Ja, so hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute will ich bin gerade so die Tage dabei, so eine letzte Kontrolle nochmal zu machen. Varroa-Befallsgrad. Und da wollte ich ja heute jetzt euch mal zeigen, wie ich das mache mit der Puderzuckermethode. Also ich habe dieses Jahr einen Großteil meiner Befallsdiagnose bei der Varroa-Milbe auf die Puderzuckermethode umgestellt. Bisher hatte ich ja immer mit Schubladen gearbeitet und weil ich einfach dachte, diese Puderzuckermethode bei vielen Völkern, das geht zeitlich gar nicht. Und ich muss sagen, ich habe es dieses Jahr wirklich für mich entdeckt. Ich bin da sehr zufrieden und arbeite eigentlich zum sehr, sehr großen, überwiegenden Teil dieses Jahr mit dieser Methode. Damit es natürlich bei großen Völkerzahlen funktioniert, braucht man, ich habe 3 Schüttelbecher. Das heißt, ich gebe die Bienen rein und mache dann das nächste Volk und immer im Abwechseln. Vom Prinzip läuft es so, ich zeige es euch gleich noch. Man nimmt ja entsprechend so viel Bienen, gibt die hier rein, Deckel drauf, Puderzucker dazu und lässt die Bienen 3 Minuten stehen. In der Zeit, wo die 3 Minuten stehen, nehme ich das nächste Volk mir vor, bereite mir das so vor. Da brauche ich ungefähr 1,30 dazu. Und wenn es gut läuft, schaffe ich noch, dass ich 2 Völker vorbereite. Aber sagen wir mal, mit 2 Bechern ist man dann schon beschäftigt manchmal, wenn es ein bisschen klemmt. Und dann habe ich das zweite vorbereitet. Dann nimmt man das erste, schüttelt es aus. Es fällt der Puderzucker unten raus und die Varroa-Milben und die kann man dann auszählen. Funktionsweise ist ja im Wesentlichen so, dass dieser Puderzucker die Haftlappen von der Varroa-Milbe praktisch außer Gefecht versetzt. Das heißt, die rutschen einfach von den Bienen durch das Schütteln nach unten raus. Ja, finde ich eigentlich, Vorteil für mich ist, ich weiß sofort, was los ist. Und ich kann im Prinzip hinfahren, kontrollieren und habe meine Behandlungssachen im Auto und dann suche ich mir die einzelnen Völker, die auffällig sind, die bekommen dann gleich die Behandlung. Und so mache ich gerade meine Bienenstände im Wesentlichen durch. Ergänzt dann auch im Prinzip zeitgleich noch Futter, also nicht bei den Bienenvölkern, die ich behandelt habe, sondern, oder die ich dann behandle natürlich, selbstverständlich, sondern die anderen, wenn es notwendig ist. So dass ich dann langsam bei den Bienen zu Ende komme. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das in der Praxis mache. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Schaut mir ein bisschen bei der Arbeit zu. Ich habe leider nur noch Puderzucker dabei für ein Bienenvolk, sodass ich das jetzt euch halt einmal zeigen kann. Danach ist für mich die Mittagspause angesagt und ja, das war's dann im Prinzip erstmal. Wichtig bei der Sache ist, es muss absolut trockenes Wetter sein. Ne? Der Puderzucker muss im Prinzip frisch aus der Packung kommen und es braucht trockenes Wetter. Also ich habe also keine morgens um 8 Uhr, wenn wir hier Tau haben oder so, dann ist das schon schwierig, weil der Puderzucker verklumpt. Also ich fange da so momentan jetzt Ende September so 10.30 Uhr, also wenn es wirklich trockene Luft ist, die Sonne scheint, dann fange ich damit an und gehe da meine Völker durch. Ja, also die vielleicht ganz kurz nochmal vorab, diese Befallschwellen, die stehen hier auf dem Becher drauf, den kann man sich auch selber bauen. Ich habe sie gekauft, weil ich hatte mir vor Jahren schon meinen selber gebaut, da war ich nicht zufrieden und ich wollte einfach jetzt was, wo ich ohne groß rumbasteln einfach klarkomme. Und dann habe ich ja wie gesagt auch 4 Stücke gleich bestellt. Ja, war relativ spontan, dass ich mir gesagt habe, ich probiere das und deshalb ist es bei mir so. Ja, also wie gesagt, machen wir ein bisschen Praxis. Jetzt brauche ich noch einen Stockmeißel, das wäre nicht schlecht. Wo habe ich denn den Stockmeißel? Hier liegt er doch. Also im Prinzip mache ich das einfach so. Dass ich mir, wie gesagt,
die Bienen besorge. Das heißt, ich mache das Bienenvolk auf. Absolut schlechtes Volk hier, aber dann seht ihr das auch mal, dass auch bei mir nicht alles Gold ist, was glänzt. Das weiß ich natürlich nicht, was hier los ist. Da müssen wir jedenfalls, da setzen wir wahrscheinlich noch ein Jungvolk auf, weil das ist doch jetzt sehr schwach hier. Ja, ich zeige euch das an einem schöneren Volk. Das merke ich mir hier einfach ganz kurz vor. So, das merke ich mir einfach kurz vor. Schauen wir uns ein anderes Volk an. Gehen wir einfach mal auf diese Seite. Schauen wir das Bienenvolk auf. Ich mache das im Prinzip genau nach Anleitung. Die findet ihr im Internet ja tausendfach. Ich nehme eine Randwabe ohne Brut. Es sind da halt gerade viele Bienen unterwegs. Eine gut besetzte Randwabe ohne Brut. Hier haben wir schon die Brut. Ja, ist der Vorführeffekt, gell? Gehen wir einfach auf die andere Seite von dem Bienenvolk, vom Brutnest. Also jetzt haben wir hier in Summe eine Wabe mit Brut noch gesehen. Oh, mehr noch. Wir haben hier richtig Brut, aber wenig Futter. Dann ist das hier schwierig, weil dann müsste ich jetzt die Königin suchen. Das mache ich nicht. Nehmen wir nochmal ein anderes Volk. Jetzt haben wir hier hoffentlich ein bisschen mehr Glück mit dem Volk, dass wir das hier hinkriegen. Also ihr seht, alles live, keine gestellten Völker. Also das erste Volk, wie gesagt, zu schwach. Da werden wir noch ein Jungvolk aufsetzen mit frischer Königin. Das zweite Volk, wenig Futter. Da müssen wir noch ein bisschen beigehen. Und auch hier allgemein, dieser Bienenstand hat noch wenig Futter. Deshalb habe ich auch viel Futter eingepackt zum Mitbringen. Da werde ich noch einiges füttern dürfen. Und dann mache ich das im Prinzip so. Ich stoße die auf eine Folie. Die werden noch nicht ganz reichen für meinen Becher. Aber einfach, dass ich es euch mal zeige. Ne, weil im Prinzip holen wir dann nochmal eine Wabe raus. So, jetzt haben wir unseren Becher voll hier. Dann geben wir den direkt hier rein, Deckel drauf. Hier im Prinzip Deckel drauf, Puderzucker drauf. Also da nehme ich einfach hier auch so einen Becher voll. Reibt es hier so rein. Schüttel einmal durch. Und dann heißt es einfach 3 Minuten warten. Währenddessen machen wir das Bienenvolk, mache ich das mal wieder zu. Wie gesagt, das müssen wir halt diese 3 Minuten kurz warten. Man sieht es meinem Telefon an, ich mache das mit dem Telefon die Uhrzeit. Da kommt halt viel Puderzucker hin, aber ja, bisher kannst du es ab. Da würde ich mir dann eben in Zukunft wahrscheinlich auch noch mal was anderes besorgen zum Stoppen. Ja,
während wir so warten. Also vielleicht noch ganz kurz, eigentlich gefällt es mir ganz gut dieses Jahr. Ne, also die Bienenvölker eigentlich ganz gut. Wie gesagt, der Stand, das ist so ein bisschen meine, als Krankenstation kann man nicht sagen, ist eine relativ schwache Gruppe einfach. Da bin ich dran, da füttere ich an, da muss ich auch noch viel füttern. Und ja, leider habe ich mein eines Stativ vergessen. Müssen wir improvisieren. Ich hoffe, ihr seht es. Also jetzt im Prinzip schüttle ich. Ich schüttel so ungefähr 30 bis 45 Sekunden. Das passt dann auch, wie gesagt, in meinen Rhythmus mit den 2-3 Bechern immer rein. Die Varroa-Milben fallen ja jetzt im Prinzip hier mit dem Puderzucker in die Schüssel rein. So, also die Bienen überleben das auch. Ja, die sind jetzt halt weiß, aber wie gesagt, da müssen sie leider durch, weil lieber einmal Achterbahn fahren, wie mit der Varroa-Milbe dann sterben. Ich zeige es euch nochmal, also die leben, die leere ich nachher in das Bienenvolk zurück. Die werden von den anderen sauber geschleckt und fertig ist. Jetzt gebe ich einfach zu dem Puderzucker Wasser dazu. Na? Und dann sieht es im Prinzip so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob man das im Film erkennen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Varroa-Milben und ein Grashüpfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Varroa-Milben und ein Grashüpfer. Also damit sind wir im grünen Bereich. Wir dürfen jetzt im September dürfen wir bis 15 Milben haben. Und dann ist jetzt an dem Volk bis auf Fütter nichts angesagt. Wie gesagt, die anderen Völker bekommen ihre Futterportion jetzt noch, ganz klassisch mit dem Nikofütterer. Und das eine Volk, was ich mir da notiert habe, oder die zweite, eins schaue ich nochmal nach, und das eine bekommt ein Jungvolk auf. Ja, das war's. Also bitte entschuldigt die Sache, ich habe das Stativ vergessen. Bin auch, vielleicht merkt man es an meiner Stimme, auch ein bisschen unter Zeitdruck. Aber ich wollte es einfach nochmal für euch ein Video machen mit dieser Puderzuckermethode. Dass ihr das auch mal gesehen habt, weil ich selber habe mich auch gekümmert, wo ich gesagt habe, ich probiere es aus, habe das bei YouTube eingegeben. Es gibt da verschiedene Videos, die das auch ganz gut erklären. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, dass man das auch mit größeren Bienenvölkern sinnvoll machen kann. Also wie gesagt, in der Zeit, wo die hier die 3 Minuten gestanden sind, hätte ich mir den zweiten und manchmal auch den dritten Becher gefüllt. Und dann geht es wirklich zügig voran. Also ich wünsche euch was. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.